Grüßt, liebe Leute. Hallo. Hallo. Wir sind in Österreich und zwar in Oberndorf, hier an der Kapelle. Maria Bühl heißt sie, gell? Bühl. Bühl, ja. Und da wollen wir heute eine Wanderung starten und zwar in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit, Margit, ja. Und zwar eine 6-Kilometer-Strecke, ein alter historischer Rundweg zur Stillen Nachtkapelle. Die Stille Nachtkapelle hat dieses Jahr, na gut, nicht die Kapelle, aber das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht hat dieses Jahr 200-jähriges Jubiläum. Und da, wo die Kapelle heute ist, da wurde das damals vor 200 Jahren das erste Mal gesungen, das Lied. Genau. Und für uns geht es jetzt los. Es regnet ein bisschen. Aber es liegt auch Schnee so vereinzelt. Ist eigentlich auch ganz schön. Aber kalt ist es. Vor. Ja, aber schön weihnachtlich, oder? Und auf geht's. Jo. Angefangen und wir wandern jetzt runter zur Salzach. Die stille Nachteinkehr. Brotzeit ist die schönste Zeit. Erstmal ein paar Details noch zu dem Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Der Hilfspfarrer Josef Mohr hat ein Gedicht geschrieben, Stille Nacht, Heilige Nacht. Also es war ursprünglich kein Lied, sondern ein Gedicht. Und dann hat er aber den Konrad Franz Xaver Gruber gebeten, dass er ihm eine Melodie noch dazu schreibt. Das hat er dann auch gemacht und so ist dann das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht entstanden. Der Schifferkapelle direkt an der Salzach angelangt. Die wurde 1858 auf Kosten der Schiffergemeinde neu aufgebaut.
denn vorher soll hier wohl eine Holzkapelle gewesen sein. Und hier an der Schifferkapelle angebracht sind die einzelnen Hochwassermarken, wie ihr sehen könnt, die einzelnen Jahre, die die Kapelle alle so gut wie schadlos überstanden hat. Laufen wir durchlaufen und befinden uns auf dem historischen Zwei-Städte-Rundweg. Ja, und hinter mir spielt wieder die Musik. Die verfolgen uns. Ich glaube, da findet so eine Prozession statt. Ich habe jetzt mal den Mann gefragt, was das hier für eine Prozession ist und wie oft die das jedes Jahr machen. Und er meinte, seit 10 Jahren machen die das jedes Jahr, das hat sich so eingebürgert. Was die da genau spielen oder so, da habe ich jetzt keine Ahnung, das konnte ich denen jetzt anders sagen. Ist auch egal, oder? Zeit. Aber danach wird noch einmal, also am Ende, die starten an der Stille Nachtkapelle und das Ziel ist dann an irgendeiner Halle und da wird dann noch mal so ein richtiges Stück aufgeführt. Da gehen wir aber nicht hin, oder? Nee. Okay. So, wir waren jetzt auf dem Weihnachtsmarkt, haben noch einen Glühwein getrunken und eine Ofenkartoffel gegessen.
und sind jetzt am Schloss Laufen vorbeigekommen und werden uns jetzt langsam wieder auf die österreichische Seite der Salzach begeben. Genau. Seit 2011 gilt das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht als immaterielles Kulturerbe in Österreich. Das wird von der UNESCO so anerkannt. Und eigentlich, wir singen immer nur drei Strophen, und zwar die erste, zweite und sechste Strophe. Dabei gibt es insgesamt sechs Strophen, aber die werden gar nicht alle gesungen. Und das Interessante ist auch noch, das Lied wird in 300 Sprachen und Dialekte übersetzt. Also ist schon sehr bekannt, das Lied. Jetzt laufen wir die Salzach entlang, hier in Oberndorf, und jetzt ist es nicht mehr weit. Wir sind gleich an der Stille Nachtkapelle. 300 Meter circa. Und es hat aufgehört zu regnen. Ja, wie so oft heute schon. Aber jetzt wird's. So, meine Lieben, jetzt sind wir endlich angekommen an der Stille Nachtkapelle. Hier wurde ja das Lied damals vom Stille Nacht
Heilige Nacht uraufgeführt. So, wie ihr seht, steht die Kapelle auf so einem Kegel. Das hat die Bewandtnis, dass hier früher die St. Nikolai-Kirche stand. Sie wurde aber durch das viele Hochwasser von der Salzach so stark beschädigt, dass sie nicht mehr reparabel war. Also das wäre auch zu teuer gewesen. Und deswegen hat man dann hier 1926 angefangen, die Stille Nachtkapelle zu Gedenken von dem Lied zu bauen. Wie man hört, ist hier Weihnachtsmarkt. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, die Entstehung vom Lied wurde verfilmt in dem Fernsehfilm Das ewige Lied. Wäre vielleicht auch mal interessant, sich anzugucken. Ja, und wir haben auch hier das Stille Nachtmuseum. So, jetzt ist es auch schon spät geworden und wir wollen uns jetzt bei euch verabschieden. Noch was ganz Besonderes hat das Lied Stille Nacht auf sich, und zwar im Krieg 1914 erklang das Lied aus beiden Schützengräben auf der englischen und deutschen Seite, und es war für einige Zeit ein bisschen Frieden, so ähnlich war es jedenfalls. Und ja, manchmal kann es so einfach sein, warum macht es die Welt so kompliziert? Und wir wünschen euch jetzt frohe Weihnachten und eine schöne Zeit. Und alle, die sich das Video nach Weihnachten angucken, wünschen wir auch alles Gute und eine schöne Zeit. Denn nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Genau.